Das eine sag ich. Und das andere sagst du uns morgen. Mir scheint, du brauchst in aller Früh schon wieder eine. Ah! Jetzt stehen wir schon eine Viertel, halbe Stunde da. Und der Lastwagen kommt noch halb nicht daher. Und ich habe einen Brand von gestern. Von gestern? Du meinst von heute? Na boom! Wird die Zeit vergehen? Oh, Wahnsinn! Ist vielleicht schon halb vier? Ach so, Blödsinn, du hast ja gerade gesagt, dass wir erst eine Viertelstunde da sind. Mir kommt es aber echt schon wieder eine halbe Stunde vor. Wahrscheinlich, weil du einen Durst hast. Ja. Ja. Und ich natürlich auch. Also alle, sind summa summarum vier Reh. Und drei Hosen. Bist schon wieder deppert? Was heißt schon wieder? Wollt ihr es damit sagen, dass ich immer deppert bin? Ja. Das merke ich mir aber jetzt. Nicht was? Was anders? Wer holt jetzt das Bier? Ich nicht. Ich auch nicht. Und ich schon gar nicht. Wer hat den Schlüssel vom Bus? Ich nicht. Ich auch nicht. Und ich schon gar nicht. Du Blödsinn, den hab ja ich. Na, noch gehst du ja eh du, nicht? Na ja, ausnahmsweise. Es war nur mehr eins da. Nein. Kann man wie ein Bier aufmachen? Nein. Ja. 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 Na, wo ist dann wieder was geschehen? Wie es sagst. Na, noch ist eh bald Zeit fürs Frühstück, hä? Wenn der blöde Lastung nicht bald kommt, dann eh. Wenn nur der blöde Brand nicht war. Dabei habe ich beim Wirten zuerst 5 Doppeltipp bestellt, dann 4, nachher 3, dann 2 und am Schluss Nummer 1. Na und komisch, je weniger ich gesoffen hab, desto dreckiger ist es. Wisst's, Kinder, obwohl ich ganz was anderes gelernt hab, bin ich total froh, dass ich jetzt auf der Straße arbeite. Meine ganzen Vorfahren, die waren alle auf der Straße. Sogar seine Mutter. Und Schwester auch. Nein, nur die männlichen Vorfahren. Mein Großvater, der war auf der Reichsstraße. Mein Vater, der war auf der Bundesstraße. Und ich bin halt da nur am Güterweg. Macht ja nichts. Ist auch schön, ne? Wir sagen alle, Hauptsache keine Arbeit. Was hast du denn leicht gelernt? Ich war Computertechniker, aber die haben gemeint, ich bin schon zahlt dafür. Was heißt zahlt? Mein Beruf ist viel öder. Was bist denn leicht du? Deppert. Nein, ich war Maurer. Meine Vorfahren haben damals schon die Pyramiden gebaut. Deswegen ist mein Beruf der ödeste. Das ist ja gar nichts. Ich bin Gärtner. Meine Vorfahren haben damals schon den Garten Eden bepflanzt. Ja, ja. Und das Paradies, gell? Pflanz wie ein anderen. Gegen mich ist das alles nichts. Wieso? Ich war Elektriker.
wie der Herrgott dazumals gesagt hat, es werde Licht, haben meine Vorfahren schon lange die Karin verlassen. Burschen, ich glaub, da vorn kommt der Master. Wo? Genau, das auch noch. Echt? Genau, jetzt müssen wir da was hakeln. Die haben mich schon so aufs Frühstück gefreut. Ja, das nutzt nichts, da müssen wir durch. Also, gehen wir's an. Bei uns in aller Früh, da geht's nicht lustig zu. Steigen wir im Bus hinein, da ist uns noch zum Sperren. Doch ist es dann 9:30, kannst du schon einen sehen. Mit einer Flasche Hirterbier, ja, Freund, der Tag gehört dir. Den Strassen fangt zum Hackeln an und hackelt dann, bis nimmer kann. Mit der Schafe und dem Marer, wir sind keine Ovezahn. Der Moaster, der Moaster, schaut so wie er um, schaut der Moaster, der Moaster, der Moaster, der ist da. So, Mittag, das ist fein. Stellen wir uns 2-3 rein. Ja, Leidl, wir haben Durst. Die Hocken ist uns wurscht. Und ist es dann nach 1, trink mal beim Fahren keins. Und sind wir nachher da, dann trink mal halt gleich 2. Die Strassen fahren zum Hackeln noch und hackeln dann, bis nimmer kommt. Mit der Schafe und dem Maler, wir sind keine Obezart. Der Moaster, der Moaster, schaut zu mir herum, schaut der Moaster, der Moaster, der Moaster, der ist da. Musst du einmal aufs Klo, dann ist der Strassler froh. Er setzt sich in den Grom hinein, schaut links und rechts, wo Autos bleiben. Beim Mann in der Straßen, da kriegt man Sommersprossen. Wenn man den Rosenmarer zahlt und in den Scheißdreck eine Matz. Straßen fährt zum Hackener und hackt dann bis nimmer kommt. Mit der Schaube und dem Maler, wir sind gerade oben. Aus. Dann gehen wir nicht nach Haus, dann gehen wir in die Schlosstavern, weil wir Strassler saufen gehen. Um 8 in der Früh haben wir von saufen genug, dann müssen wir in die Hocken gehen. Na, der Tag, der wird nicht schön. Die Strassen fahren zum Hackeln ab und hackeln dann bis nimmer kommt. Mit der Schafe und dem Mann.